So, reden wir in dem Zusammenhang mit Mutterschutz, reden wir auch über Geld. Und um den nächsten Sachverhalt zu verstehen, müssen wir zwei Begriffe klären, nämlich den Begriff Mutterschutzlohn und Mutterschaftsgeld. Diese beiden Begriffe müssen wir klären. Was ist der Mutterschutzlohn? Nur wir können salopp sagen, das ist die Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Das ist der Mutterschutzlohn. Die Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Und was ist das Mutterschaftsgeld? Das Mutterschaftsgeld ist die Bezahlung innerhalb der Schutzfristen. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Frau, ehe die Schutzfristen beginnen, zum Beispiel aufgrund eines ärztlichen Attestes nicht arbeitet, dann bekommt sie Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Der Arzt hat gesagt, sie darf nicht arbeiten. Sie wird weiter bezahlt, als ob sie krank wäre, wobei Schwangerschaft keine Krankheit ist. Aber es ist der gleiche Gedanke. Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Innerhalb der Schutzfristen reden wir nicht mehr von Mutterschutzlohn, sondern von Mutterschaftsgeld. Ja, die Schutzfrist beginnt eine bestimmte Frist vor der Geburt und endet eine bestimmte Frist nach der Geburt. Wir haben das vorhin gesehen. Wenn Sie während der, das haben Sie auch kurz gesehen bei der Formulierung, ich sagte, wir lassen uns das unterschreiben, wenn Sie vor der Entbindung oder vor der Geburt nicht das Beschäftigungsverbot nutzt, sondern arbeitet, wird ihr das entsprechend angerechnet. Ne? Das haben Sie gesehen in der Formulierung gerade. Ja, sie muss ja nicht arbeiten. Sie kann ja arbeiten und dann wird ihr das entsprechend angerechnet. Ne? Das haben Sie gerade in der Formulierung gesehen. Die Rechtsgrundlage ist oder sind der Paragraph, wann geht's los? Der Paragraph 11 folgende. Genau, Dankeschön. Paragraph 11 folgende geht es los mit diesen Regeln. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.